Moin moin Leute, willkommen zurück hier, Assassin's Creed 3. Wir sollen gerade hier eine Uniform klauen, damit wir uns hier durch die Wachen schleusen können. Wie uns die Wache eiskalt nicht hört, obwohl wir da hinter ihm rumhampeln. So, wo ist unser Ziel? Warte mal. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Nicht entdeckt werden. Okay, das hätten wir schaffen können, aber naja. So, jetzt werde ich gerade angerufen. Moment. Okay, tut mir leid. So, jetzt müssen wir zurück zu Haven. Und jetzt entdecken uns Gegner schon wieder, ey. Das passt mir jetzt irgendwie gerade jornisch. Haben wir hier irgendwie ein Plakat oder so? Nicht? Hm. Ja, da entdecken uns gleich schon wieder welche. Plakate werden noch gar nicht mehr auf der Karte angezeigt. Finde ich auch ein bisschen doof. Nirgends, wo ist ein scheiß Plakat? Mann! Naja, dann halt nicht. Hier ist auch nix. Verdammt, kann ich nicht machen während einer Mission. Das ist natürlich jetzt doof. Verdammt! Jetzt entdecken die mich immer gleich, ey. Das ist doch scheiße. Dann müssen wir halt mal hier irgendwie versuchen. Die böse Lache der Kinder. So, wie komme ich denn jetzt da ein bisschen hin? So, Wachen sieht gut aus hier. Huch! Lol, das wollte ich doch gar nicht. Ah, naja, dann halt doch. Also meinen Pfeil hätte ich trotzdem gerne wieder. So, wo ist der denn jetzt hier? Wo ist denn der? Hä? Wo zur Hölle ist der? Wo zeigt denn dieses fucking... Hä? Moment, jetzt muss ich mir das mal markieren. Yeah? Was, hä? Wie soll ich denn da hinkommen? Das ist ja unter der Erde. Was? Verstehe ich jetzt gerade irgendwie nicht. Wie komme ich denn da hin? Hä? Kann mir mal irgendjemand die Mission einblenden? Wie soll ich denn da hinkommen? Soll ich mich hier in die Erde buddeln? Jetzt bin ich verwirrt. Wie komme ich denn da rein? Die Kleider des Mannes nehmen. Ja. Und jetzt? Hä?
Irgendwas stimmt da jetzt hier gerade mit dem Spiel nicht, oder? Da, wo der hinzeigt, komme ich da gar nicht hin. Das finde ich jetzt gerade irgendwie seltsam. Okay. Lol, was geht denn hier ab? Jetzt lade ich die Mission also nochmal neu hier. Was geht denn ab? Hä, soll ich jetzt hier irgendwie in den Untergrund oder was? Los, go. Okay, jetzt müssen wir die Mission nochmal machen. Ja, okay, dann machen wir sie halt nochmal. Kein Problem. So, wir sollen nicht entdeckt werden. Nochmal sehen, ob wir das hinkriegen. Das war jetzt irgendwie seltsam. Habe ich auch gerade nicht so wirklich eine Erklärung für. Okay, dann halt nochmal. Ich habe den doch geplündert. Dann habe ich denn nicht automatisch die Sachen genommen. So, wir sollen nicht entdeckt werden dabei. Oh lol. Dreh dich mal um. Hahaha. Für so leises Töten ist der Bogen echt gut. Okay, so Schnitty. Du bist da. Wie sieht's hier aus mit Wachen? Da laufen welche und... Da hinten waren gerade auch noch welche. Okay, dann warten wir mal kurz, bis die sich da hinten wieder irgendwie wegdrehen. Oder wir schnappen ihn uns jetzt einfach schnell. Beschütze mich. Das ist beim letzten Mal gar nicht passiert hier. Das jetzt. Naja. Das sollte reichen. Folge mir. Okay. Halt, Fremde! Das ist Privatgelände. Was habt ihr hier zu suchen? Der Vater des Verstehens leitet uns. Dich erkenne ich, aber nicht den Wilden. Er ist mein Sohn. Geht weiter! Oder wollt ihr euch dazu? Ein wildes Früchtchen gekostet, ja? Frei mit euch! Er hat zugegeben, dass wir sein Sohn sind. Okay, wir haben eine Rauchbombe bekommen. Okay, woher? Warum? Oh gut, ich will nicht meckern. Rauchbomben sind immer gut, ne? Volle Synchronisation. Also die Sachen gefallen mir jetzt irgendwie nicht so, ne? Aber gut. Wo ist unser Bogen? In der Hosentasche? Benjamin Church konfrontieren. Alter, der ist schneller als wir. Verschlossen. Gib mir einen Moment. Es muss befremdlich sein, von meiner Existenz zu erfahren, wie du es hast. Ich muss sagen, ich bin neugierig, was deine Mutter von mir erzählt hat. Ich habe mich immer gefragt, wie mein Leben verlaufen wäre, wären wir zusammengeblieben. Wie geht es ihr eigentlich? Tot. Ermordet. Was? Es tut mir sehr leid. Es tut dir leid. Sie verbrannte bei lebendigem Leib. Ich vergesse nie ihr Gesicht, als sie mich fortschickte. Charles Lee ist verantwortlich für ihren Tod. Auf deinen Befehl. Und es tut dir leid. Unmöglich. Ich gab keinen solchen Befehl. Sogar ganz im Gegenteil. Sie sollten die Suche nach den Vorläufern abbrechen. Wir mussten uns praktikableren Zielen zuwenden. Es geschah. Und ich kann es nicht vergessen. Tja. Benjamin Church, ihr seid schuldig des Betrugs am Templerorden und der Missachtung unserer Prinzipien zur eigenen Bereicherung. In Anbetracht eurer Verbrechen verurteile ich euch zum Tode.
Ihr seid zu spät. Church und die Ladung sind längst fort. Und ich fürchte, ihr werdet nicht in der Lage sein, ihnen zu folgen. Warum nicht? Mit so einem kleinen Schlauchboot? Wir wählten die Seite des Siegers! Die Briten gewinnen diesen Krieg! Euch waren Prinzipien immer wichtiger als Profit. Vielleicht zerbröckelt euer kleines Reich genau deswegen. Wo ist unser Vater jetzt schon wieder hin? Einen schönen Traum hattet ihr da. Doch es war nie mehr als nur ein Traum. Seht, wie dieses Halbblut kämpft. Moment, habe ich noch meine Wurfpfeile? Ja. Yeah. Wie ein wilder Hund. Ab in den Visier. Bringt ihn mal lieber zum Schweigen, Jungs. Diese zwei, schnappt sie. Lasst sie nicht entkommen. Packt ihn. Oh, die Indianer auch. Schnappt sie euch. Alter, jetzt die kommen ja noch so dicke an, oder was? Aua. Wo ist denn mein Vater? Da hinten. Helf mir doch mal. Greif an! Warum greift ihr die nicht an? Oh, no, nein! Oh, nein. Jetzt. Unser Vater ist nicht gerade eine große Hilfe, ne? So, spür das, Lasso. Warum fällt mir eigentlich nicht um? Okay. Boah. Wo ist Church? Ich sag's euch. Alles, was ihr wollt. Aber versprecht mir, mich nicht zu töten. Du hast mein Wort. Er brach gestern auf nach Martinique. An Bord eines Handelsschiffes namens Welcome. Das halbe Schiff ist voll von den Sachen, die er den Patrioten gestohlen hat. Mehr weiß ich nicht, ich schwöre. Euer Versprechen. Er hat es ja auch gehalten. Da. Jetzt heißt's fliehen. Oh, jetzt brennt's, natürlich. Och, Menno. Jetzt geht das wieder los. Aus der Brauerei entkommen. Jetzt lauf, Connor. Wir müssen schleunigst hier raus. Was du nicht sagst. Das ist nicht der Moment zum Herumtrödeln. Oh Gott. Genau. So nah und doch so fern. Aua. Suche einen Weg um die Flammen herum. Okay. Komm zurück, ihr Verräter! Oh, es wird mir eine Freude sein, euch zu bestrafen. Oh Gott, sowas hasse ich immer, ey. Selbst euch gut bezahlt, wurdet ihr angemessen entlohnt? Und was nützt euch euer Gold jetzt? Ist es magisches Gold vielleicht? Wie das, aus dem das Fließ geschwommen wurde? Meint ihr, es schützt euch vor den Flammen? Ich dachte... Was labert der? Da komm ich. Gott, wir können ihn fallen lassen. Naja, gut. Klemmt. Schau, ob du was findest, um es aufzubrechen. Connor? Was hast du vor? Oh, nein, tu das nicht. Wir wissen nicht, was auf der anderen Seite... Immer mit dem Kopf durch die Wand. Ist! Ah, genial. Oh, hast du deinen Hut verloren? Jetzt wissen wir's. Ich finde das gut. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das so selbstverständlich war, dass da alle schwimmen konnten, wenn ich mal ehrlich bin. Na gut, die beiden können das anscheinend. Church hat einen guten Tag Vorsprung.
Wir müssen schnell sein, um ihn zu erwischen. Ich habe ein Schiff für uns. Triff mich am Kai, wenn du bereit bist. Alter, wir verraten dem ja unsere ganzen Sachen und so. Der ist doch immer noch unser Feind. Ich meine, das Templar, hallo? Was? Der Schaum und das Feuer? Warum der Schaum? Naja, gut. Okay. Das sieht auch geil aus, mit dem Outfit und dem Bogen. Ich will trotzdem Händler, ich will was anderes haben. Nicht das und auch nicht unsere Assassinenrobe. Okay, aber der Part ist an der Stelle schon wieder vorbei. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Hier bei Assassin's Creed 3.